Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rockers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich, schön, dass du wieder dabei bist. Heute machen wir hier weiter, bauen das Netz weiter aus und unter anderem werden wir jetzt als allererstes mal eine X-Weiche legen, die nicht geht. Shit, doch so geht es, aber dann habe ich keinen Einfluss mehr. Kriegen wir dich hier so rüber? Nee, geht nicht wegen dem. Ärgerlich. Okay, müssten wir mal ganz kurz umoperieren. Kleine Operation. Und das jetzt hier wegmachen. Dann machen wir jetzt mal unser... Ja, wenn wir es hier anlegen, ist es eventuell zu knapp, ne? Legen wir es da an, dann kann er da wechseln. Ja, dann machen wir es mal so, dann wechseln wir das. So, da kannst du in beide Richtungen fahren, da soll er eigentlich nicht... Dann werden wir das hier so hantieren. Hier in die Richtung und da in die Richtung. Das ist okay so. Bau das Ganze mal schnell. Dann mal ganz kurz mit Strom wieder angebunden. Weil sonst gibt es das große Gemeckere. Wir haben keinen Strom, wir haben keinen Strom. Zack, Strom wieder angebunden. Passt. Gut, damit haben wir das jetzt hier. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie da kann denn der Zug hier fahren. Auch mit den Signalen, da müssen wir schauen. Der kann in die Richtung fahren, der kann in die Richtung fahren. Okay, der kann natürlich nur dann in die Richtung rausfahren und da zurück. Das heißt, ich muss denen die Möglichkeit geben, hier rüber zu kommen. Kann der bis dahin aber nicht. Ah, verdammt. Ja, jetzt wird es zitter. Man muss schon gucken. Also wir wollen ja von da aus fahren. Das heißt, er muss auf diese Spur kommen. Macht er aber nicht, weil das die innere ist. Das wird so nicht funktionieren, es sei denn, ich schicke den rüber. Oder wir bauen nochmal eine X-Weiche hier hinten ein, dass der rüber kann. Noch eine zweite. Dann könnte er... Wobei, wenn ich das einfach ändern würde... Warte mal kurz, ich überleg's gerade mal, was schlauer ist. Der kann nur auf... Wenn er zurückfährt, kann er nur da drauf. Wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, darüber zu wechseln, dann kann der auch da zurückfahren. Hier eine Weiche einbaue, ist das schlauer. Das ist schlauer. So, das machen wir nochmal weg. Ich will es ja nicht unnötig kompliziert machen. So, folgendes. Der kann ja nur in die Richtung fahren. Ja, er kann nur in die Richtung fahren. Er kommt von da. Er fährt da. Er kann da hochfahren. Er kann da durchfahren sozusagen. Ich muss jetzt mal mit Denkfehler machen. Er muss wechseln können.
Das heißt, ich brauche hier... eigentlich ein Doppelsignal, obwohl es bringt nichts, da kommt er nicht rüber. Ach, das ist wirklich tricky. Machen wir mal anders. Ich mach's nochmal anders. Sorry, Leute. Wir machen es mal ganz anders. Für Doofe jetzt sozusagen. Dann machen wir es nämlich so. Und dann kommst du da ohne Probleme rum auf das Gleis. Und dann passt das auch. Na, dann passt das auch. Und dann ist das in Ordnung. Ne, das machen wir weg. Das brauchen wir dann nicht, oder? Der soll ja da nicht drinnen stehen. Der soll bis dahin vorfahren. So. Er fährt dann so. Dann machen wir das hier mal auch weg. Weil die brauchen wir nicht unbedingt. Aber das ist ja furchtbar hier. Das sieht ja furchtbar aus. Na, auch nicht viel besser. Ah, viel besser. Bauen. So, okay. Na, was ist jetzt hier wieder los? Jetzt kommt der wieder nicht klar, oder wie? Also der kann dann da reinfahren. Das ist okay. Das ist so gewollt. Du solltest aber, weil hier keiner ist... fahren können. Mal gucken, ob du dich fängst. Ja, er fängt sich. Du stellst dich hier auch gerade ein bisschen doof an. Das hier ist Blödsinn. Der steht auf dem verkehrten Gleis. Der hat jetzt hier auch Probleme. Der fährt doch aber richtig. Warte mal kurz. Ist doch okay. Warum fährt denn der jetzt wieder nicht? Was hat der denn wieder für Schmerzen? Der fährt dahin, dann kann er doch rüber, wenn er will. Mal ganz kurz. Stopp. Er kommt wieder nicht klar. Dann mach's weg hier, komm. Na, dann mach es. Der hält da oben jetzt, weil das blockiert ist. Da, komm. Ja, jetzt ist es wieder so ein bisschen kompliziert hier. Okay, der fährt jetzt. Ah, das wird echt, echt haarig werden. Null. Alter, null. Nulpe. Acht Arbeiter. Kommt nicht viel an gerade. Aber der wechselt, das ist okay. Alter Falter, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, sag ich nur. Okay, hier haben wir nur einen Bagger. Gucken wir uns dann mal an bei Gelegenheit. Oh, Zug kommt, der fährt. Ja, der fährt hier rum. Fährt er hier hin? Wo ist ein anderer? Ja, der ist im Bahnhof. Der kann jetzt. Ach, der steht jetzt hier.
weil das Gleis gerade blockiert wird. Aha, okay, der wechselt rüber, dann müsste der jetzt frei haben, weil der fährt ja auch gleich. Genau, sobald der nämlich aus dem Dings raus ist, fährt der los. Ist okay, fahr mal ruhig. Gut, das klappt. Okidoki, hier jede Menge Wald jetzt auch. Mittlerweile das reinste Buschland jetzt. Bisschen übertrieben, oder? Bisschen weniger Walddichte wäre schön. Wenn man so die Option hätte. Okay, sei es drum. Das klappt ja jetzt. Fährt zurück. Puh, was für eine Geburt. Jetzt werden wir uns das mal ansehen. Wir werden das andere vielleicht hier irgendwie hinbauen, das nächste Depot. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hier nochmal ein paar Gebäude hinbauen. Wohngebäude. Die direkt dann hier ran können. So, mal ausrichten. Diesmal kein gemoddetes Gebäude, mal die Standard. Einfach mal die Standard nehmen. Na, zack. Sollen die da nämlich gebaut werden? Ja, wir werden es jetzt mal wieder mit Rubel produzieren. So, mit Rubel. Dann haben wir da eine Haltestelle. Dann werde ich jetzt hier noch eine Haltestelle hinsetzen. Wir werden bis hierhin jetzt ein neues Gebäude, Stadtbezirk sozusagen bauen. Und dann soll der da hinfahren. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, dann weiß es auch nicht mehr. Dann weiß es auch nicht mehr. Habt ihr hier Strom? Niemand wohnt hier. Haben die Strom oder nicht? Na, bau das fertig. Bau das jetzt schnell fertig, weil wir es einfach noch nicht hinbekommen haben, beziehungsweise es noch nicht aufgezogen habe, dass wir uns komplett autark mit Stahl und so weiter versorgen. Das können wir erst, wenn die Kohleproduktion hundertprozentig läuft, weil dann können wir das Ganze nämlich auch vernünftig angehen. So, wie sieht's aus? Strom. Ja. Anscheinend nein. Aber halb so wild, das können wir ändern. Ich brauche einen Verteiler. Ich brauche einen Verteiler. Mal ganz kurz wegmachen. Ja, ihr seht ja, ne, es wird hier komplett sofort weggesaugt. Hier arbeiten 25 Leute. Das ist 43, das ist zu wenig. Da könnte viel mehr gehen. Was ist hier wieder los? Was habt ihr wieder für Probleme? Ah, es blockiert sich hier wieder alles. Ich werde irre. Komm schon. Ah, das ist... Ah, du nur in die Richtung und du nur in die Richtung und du darfst eigentlich hier rüberfahren. Aber warum hast du gerade das Problem? Muss das mal wegmachen, das nimmt er nicht.
Na komm, fahr schon. Ah. Ich und meine geliebten, gehassten Signale. Ganz ehrlich. Der hat ein Problem. Der kriegt es irgendwie gerade nicht geschissen. Oh, der heizt durch. Ist okay. Der fährt hinterher. Ist das ein Chain-Signal? Ja, und da gibt es auch ein Chain-Signal. So, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt hier nicht wieder verhaken. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben noch keinen Strom teilweise, ne? Sieht interessant aus. Wir warten mal, bis der Tag anbricht. Damit wir denen hier wirklich mal Strom geben können. Und eventuell noch eine Bushaltestelle. Na komm, sieht ja schon interessant aus, ne? Bin gespannt, wie wir das jetzt hier lösen werden gleich. Na komm. Genau, so wollte ich das haben. Danke. So. Okay, wir machen mal auf einfache Geschwindigkeit. Ja, wenn hier, oh Gott, wenn hier noch mehr Verkehr lang fließt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird, wie gesagt, interessant werden. Okay, weiter geht es. Mit dem Schienenbau, ja, habe ich mir schon fast wieder gedacht. Ah, das ist wieder, ja, tolle Wurst. Ah, I love it. But I'm hated. Na, selbe Spiel hier nochmal. Weiß gar nicht, ob das geht, ob man da so einfach rüberkommt. Wird gleich interessant. Geht. Signale. Am besten dann hier so. Da die Weichen. Ja, machen wir. Nicht zu nah. Mal weg. Bauen das Ganze. Und werden, wie gesagt, hier auf jeden Fall mal noch einen Verteiler mit hinsetzen müssen. Damit wir das Ganze mal hier in den Griff kriegen. Da, zack. Dann gibt es hier einen Verteiler. Ja, dann haben wir hier. Ja, dann kriegen wir den hier? Ja, doch. Na. Na. Umspannwerk sozusagen. Verbindungswinkel zu scharf. Ach komm schon, hör doch mal auf zu spinnen, Junge. Oh.
Ja, das ist so doof teilweise gemacht, ganz ehrlich. Kann doch nicht wahr sein, dass das zu scharf sein soll. So, jetzt. Ja, das noch schnell bauen. Das noch schnell bauen. Das wird auch noch gebaut, damit wir hier auf jeden Fall einen Strom haben, den wir uns von... Wo haben wir den denn letztens hingebracht? Hier oben, ne? Da oben haben wir uns den hingebracht. Müssen wir uns jetzt irgendwie da abholen. Oder kriegen wir den da irgendwie noch mit ran? Vielleicht über 1000 Ecken. So, jetzt müsste da auch Strom sein. Oh, ne, ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen... Ja, Strom ist da, passt. Niemand wohnt hier. Okay, dann holen wir uns mal ein paar Einwohner. Machen das Ganze mal ein bisschen voller hier. So, dann machen wir das. Und dann mache ich jetzt mal Folgendes. Dann werde ich mal ein paar Leute transferieren. Hier ist gar nicht voll, ey. Mach ruhig voll. Hier sind gerade nur 10 Leute. Was ist los hier? Sieht's hier aus. 4 sind Maximum. Hier werden wir ein bisschen mehr rausnehmen. So, dann ruhig mal ein bisschen verteilen und das Ganze mal laufen lassen. Wie sieht es hier aus? Jetzt haben wir hier 76. Jetzt haben wir schon ein paar Leute da. Das ist in Ordnung. Jetzt noch schnell den Fußweg gebaut. Na. So, dann ziehen wir den hier mal lang. Alle 100% sich zufriedenstellen, werden wir die eh nicht können. Machen wir es so. Gebäude ist im Weg. Ach komm. Baut das Ganze mal. Kriegen wir auch noch dahin gebaut. So, jetzt müssen wir dich irgendwie hier nur noch rüberkriegen. Ah, dich kriegen wir eventuell sogar hier noch mit ran. So, zack. Bumm. Muss halt ein bisschen umständlicher gehen, egal. Gut, damit haben wir die Leute hier an einem Start. Damit haben wir diesen Teil schon mal gemacht und die Leute gehen auch schon los. Und die wollen sogar hier hinten hin zu der Haltestelle. Vielleicht kriegen wir die auch so schon dahin. Was ich machen möchte, ist... gleich mal eine Pause. Nein, war Spaß. Bushaltestelle. Wollen wir schon irgendwie noch mit hier hin friemeln. Ah, doch, so könnten wir es hinmachen. So, dann nehmen wir die Bushaltestelle. Und die setzen wir dann mit dem Frame. Hier ruhig ran. Das bauen wir auch mal.
Ja, das klappt auch. Ja, damit haben wir die Verbindung auch. Zwar über 1000 Ecken, aber es klappt. Das ist das Wichtigste. Es ist nur wichtig, dass es klappt. Der Rest ist erstmal egal. Okay, jetzt fährt der da. Der wird dann gleich drehen. Okay. Jetzt können wir den Frame erstmal wieder ausmachen. Und hier laufen sie auch schon wie die Blöden. Das machen wir jetzt noch definitiv fertig. Jo, dann kommen wir von der. Kriegen wir dich da nicht ran? Ah, verdammt. Na gut, dann muss es halt so gehen. Ah, die laufen darüber. Das sollten sie eigentlich nicht tun. Machen sie trotzdem. So, du darfst da noch und du darfst von mir so da noch lang gehen. So, dann ziehen wir hier nochmal was lang. Wie gesagt, ich nutze jede Möglichkeit der Verbindung. So, dann schließen wir uns da auch noch mit an und dann ist es hier eigentlich ganz gut verkabelt, wie ich finde. Und dann sollte das auch klappen. Also das hier ist, wie gesagt, der kommende Bus-Tram-Bahnhof. Und ja, das wird hier auf jeden Fall noch richtig abgehen. Kindergarten, Plätze, Bürger, Essen, Taverne, etc. pp. Haben wir nur alles da oben, ne? Aber ist ja egal. Kneipe. Machen wir das noch schnell fertig für heute. Und dann starten wir beim nächsten Mal auf jeden Fall mit der Busverbindung. Und in diesem Sinne kann ich für heute getrost sagen, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao, ciao, euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.